Digga, was ist denn hier? Ganz ehrlich, für jedes Digga, was jetzt noch gesagt wird, muss man sich auf jeden Fall 20 Gramm Haare wegschneiden. Marvin, bist du hier? Digga, nein! Okay, 20 Gramm, da hole ich gleich was. Mach ein Kilo drauf. Hakuna Matata Muchacho, sein herzlich willkommen, Abenteuer-Map 06 vom lieben Submarine. Was geht? Natürlich haben wir mit dabei Erforscher Deko und Expeditionsleiter Kev. Du glaubst, dein Fail-Intro wird rausgeschnitten? Niemals. Bei mir habt ihr das exklusiv gesehen. Exklusiv. Sonst würde mein Lachen ja gar keinen Sinn ergeben. Wir haben gerade auch so bequatscht, was wir so vor der Aufnahme getrunken haben. Kev hat gerade noch erzählt, dass er sich Johannisbeersaft reingezwirbelt hat. Schlechtestes Thema überhaupt. Und ich habe mir Hardcore Kokoswasser gegeben. Und Deko hat sich auf jeden Fall eine Ladung Snapper gegeben. Alter. Na, da musst du gar nicht lachen. Ich habe gerade schon eine Ladung Kontramutan gesoffen. Auf jeden Fall eine Ladung Giftsaft. So, ich denke hier so japanischer. Okay, es wird schon wieder zu krank, Leute. Wir konzentrieren uns hier ein klein wenig. Das ist ein Brawler-Parcours. Ja. Nein! Die gönnt euch! Abenteuer-Map. Und die ist ziemlich nice. Submarine hat die zwar in 11 Minuten 6 abgeschlossen. Aber das ist natürlich eine Zeit, an die brauchen wir uns gar nicht ranwagen. Wir kennen den Weg gar nicht. Und wir sind zwar echte Abenteurer, denn ich finde, das hat letztes Mal gut gepasst. Das ist eine Abenteuer-Map. Oh nein, nein, nicht schon wieder. Mein Boss, der ist auch da. Und wir sind alle Superstars. Alter. Ja. Das kommt auf jeden Fall das auch ist ein wieder mit Alter. In das Reimbuch. Oh, hey, in das schlimmste Reimbuch. Ich sag mal so. Beispiel Daniel Kübelberg. Wer erinnert sich noch an den? Der Typ, alles was der gebracht hat, ist scheiße. Aber er hat damit Geld gemacht. Und die Leute, die sich über ihn totgelacht haben, haben keinen Cent gemacht. Ich werde diese Platte verkaufen. Heutzutage würde man Geld damit machen, weil jeder ein Reaction-Video darüber machen würde. Dann werde ich später 10 Euro näher oder sowas. Das Geld, was Daniel Kübelberg gemacht hat, waren die 20.000 vom Dschungelcamp vielleicht. Junge, es geht um Prinzip, ihr Lappens. Hallo, warum ihr? Warum pauschalisieren ihr? Hallo! Deko argut und du stinkst. Digga, ich denke die ganze Zeit drüber nach, vielleicht Ingwerwasser mal zu trinken. Ich hab so Kokoswasser die ganze Zeit. Es gibt so einen Ingwer-Kurzen, der ist heftig, Alter. Ingwer-Kurzen, Ingwer geil. Ingwer-Wasser, bist du ekelhaft oder was? Also Ingwer liebe ich ja, ne? Ingwer ist geil. Aber so Ingwer-Stückchen und das... Oh, ich bin so nicht ganz runtergefallen. Man also muss ja ein bisschen konzentrieren. Ingwer-Wasser, glaube ich, ist ganz geil. Brawler Action! Digga, trink einfach einen kalten Ingwer-Tee, du Lappen. Er rastet einfach komplett aus. Digga, das ist doch Wasser mit irgendwie. Ja, wie kann man sowas Ingwer, trinken, Alter? Ingwer-Schleim. Ingwer-Wasser ist richtig hart konzentriert, Mann. Das ist nur für wahre Männer. Lol, da kann man ja gar nicht lang. Das ist ein ziemlich geiler Parcours. Okay, das gefällt mir schon mal. Die Abenteuer-Map immer mit neuen Elementen am Start. Also. Schon sehr, sehr sweet gemacht. Hallo Marvin! Hallo Kev! Ich grüße in Ihre Eier. Haben Sie eine Pizza pronto bestellt? Ich habe noch eine Pizza. Pizza Arschloch, Sie haben bestellt Pizza Arschloch. Extra Anchovies und Anchovies. Sie haben bestellt Pizza Arschloch. Anchovies ist explosiv. Das kannst du vergessen, Deko. Da ist zu. Du musst respawnen. Ja, ich habe gerade erst den Punkt eingesammelt, du Lappen, Alter. Achso, es tut mir leid. Ihnen das sage jetzt so ein bisschen. Deko, committed, self-murd. Nein! Ich muss erstmal durchkommen. Wie bist du dann vorbeigekommen? Ich noch gar nicht, nur Deko. Ich mach das jetzt schnell. Ich hab auch ganz schnell gemacht. Alter, was zum Fick ist das denn hier für eine Kacke, Alter? Wow! Das ist eine geile Map, Alter. Vielleicht müssen wir das langsam machen. Elemente. Nein, wir machen das doch schnell. Oh, nein, Marvin, hilf mir! Ich helf dir! Bitte! Marvin, hilf mir! Ja, ich bin sofort da. Bewegst du ja nicht. Nein! Alter, wie geht das denn? Wie hat Deko das geschafft, Alter? Vegatum Leviosa? Ich hab überhaupt keinen Plan, was ihr für ein Problem habt, Alter. Ich bin so hochfahren. Digga, du hast da wahrscheinlich irgendwie deine Arschhaare geraucht oder hast du die in deine Wimpern gestreut und dann ging's. Irgendwie ein Wookie-Zauber, Alter. LOL! Jetzt sollst du auch meine Arschhaare rauchen. Digga, also Wookie-Zauber, das. Mal wieder. Mach mal ein Tütchen mit deinen Arschhaaren fertig. Marvin, komm gleich hier rum. Ein guter Preis. Für dich ein guter Preis. Digga, wie geht das denn? Das kann so einfach sein, Marvin. LOL, hat er sich den Punkt von unten geholt, oder was? Wenn du runterfällst und dann kannst du einfach diese Treppe LOL. Ja, das war ich ja schon, ich wollte daran vorbei. Deswegen habe ich ja gesagt, nicht da langfahren. LOL, deswegen hat er es schon geschafft. Okay, Arschhaare von Deko wieder also zurücknehmen. Wahrheit,
Ich bin einfach nur der King. So, das ziehen wir da raus. Das ziehen wir da raus. LOL. Ja, dann ist ja doch richtig easy. Leute. Leute, euch schon auf die Gamescom. Ich bin also jeden Tag da. Ich hab Bock, euch alle zu sehen. Aber, ich weiß nicht, was ich da machen werde. Was habt ihr? Habt ihr schon? Ich find's ja geil, wenn sich so Gruppen treffen, die sich eigentlich nicht kennen, aber auf der Gamescom und so versammelt sind, oder? LOL. Meinst du so, wo du dann in der Mitte stehst und jeder macht Bukake auf dich, oder wie? Nein. Ich meine wirklich Leute, die Freundschaften schließen. Freundschaft und Vertrauen. Ah, das war mein Humor. Und Ehre. Ehre. Ey, bitte nicht flachsen, ne? LOL! Was ist da passiert? LOL, ich hab random auf die Rampe geschossen von hinten und genau an der Stelle war anscheinend gerade Kev explodiert. Mieser Bukake-Meister, Alter. Digga, ich steh jetzt so wie vorne und troll euch. Junge, stehst hier vor mir bei einem Punkt, wo du mich hundertprozentig triffst. Weiße. LOL. Ja, Hammer. Das ist Skill. LOL! Ich bin einfach so runtergefahren. Willst du mich flachsen? Digga, mein Skill ist Level Asian. Junge, du stehst, ey. Kannst du ja bitte eine schwierigere Stelle suchen? So, ganz ehrlich, wenn ich dich jetzt von oben mit einer Annäherungsmine erwische. Alter, das war schon hart am Triggern. Das war schon hart am Triggern. LOL! Und wenn Deko mal wieder durchlässt, ne, dann. Ey, what the fuck, das ist so ein abgekartetes Spiel schon wieder. Ey, ihr könnt mich beide so. Er hat geschossen, aber daneben. LOL. Digga, das ist ein abgekartetes Spiel. So. Das ist ein abgekartetes Spiel! Was ist das hier? Was habt ihr denn scheiß Auto zu suchen? Digga, lass mein Auto doch da! Hi Kev, Deko, oh, wir sind eins. Wir sind eins. Ey, Ich hab nichts gemacht, das war Deko. Ey, okay, ihr habt den gefesselt. Der Wolf ist da, ist mir scheißegal jetzt. Jeder, der hier stehen bleibt, der wird sterben. Deko wird da sein. Und ja, wir haben. So, wer ist jetzt dran? Wer ist jetzt dran? Na, warte mal, ehrlich, vielleicht reicht das ja schon. Warte mal, so. Du redest nur von Glück, dass ich gerade auf meinen Hauptbomben vorbeigesprungen bin. Mal sehen, das würde... Töte ihn. Nee. Töten Sie ihn. LOL. Aber jetzt hat Deko gesehen, was ich vorhabe. Das ist wirklich Glück, also das ist Schicksal dann. Das ist ein Hauch von Schicksal. Der ist einfach zu langsam. Ich hab gar nichts gesehen von dir. Das ist okay. Nicht hoch. Digga, wie lange braucht ihr denn? Jetzt schieß ich auch mal rein. Alter. Ich schieß einfach mal random rein. Okay, Wow, ey, wie kommt ihr da zum Henker hoch? Digga, das ist so schwer jetzt, oder was? Digga, lass mich doch Anschwung nehmen, du Lappen! Digga, ist das so schwer? Digga, was zum Fick, ey? Digga, ich müsste ins Spiel mitnehmen! Digga, wollen wir nochmal öfter Digga sagen, vielleicht? Digga? Digga! 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 Oh, der hat es. Ist eigentlich auch ein sehr schönes. Ich benutze Digga auch in echt sehr oft, also. Ich finde Digga ist ein sehr schönes Wort. Das Wort. Digga und Junge. Nein! Digga, warum ballerst du mich jetzt weg? Ich hab dich in Ruhe gelassen! Digga, was soll das? Digga, Mann! Willst du mich ficken? Digga! Digga! Digga, Alter, ja, Mann, ja! Oh! LOL, ich hab meine Maus was weggezogen mit meinen Füßen. Richtiger Fußhandmensch bin ich. Okay, ich glaube, man muss einen Fußhandel. Was ist los, Alter? Was zum Fick ist ein Fußhandel? Was? Ja, ich habe gerade aus Versehen mit meinem Fuß mein Mauskabel weggezogen. Das ist ein Fußhandmensch. Nein. Digga. Digga, ja. Digga! Den jetzt richtig. Ey, Digga! Rüber, Digga! Falls ihr wundert, wieso hier Mösen sind, die letzte Folge der Vorproduktion. Du wirst jetzt rasiert. Uah, endlich! Komm schon! Ciao! Nein, oder? Ja. Achso, Kev hat das schon gemacht, oder was? Ja, ich bin schon vorbei. Nein! Ey, ich komm da nicht rüber, Alter! Hä, was ist los mit Kev? Dass ich am meisten liebe! Gerade so geschafft, Alter. Gerade so, Mister. Ich hab's, Junge, ganz ehrlich, du glaubst doch nicht, ich lass dich jetzt leben. Wieso, was denn da passiert? Ja, ich meine einfach nur. Ey, Witz! Digga, wie soll das denn gehen? Nicht, Mann. Okay, wir. Junge, man rutscht runter, ey, der hat aber nicht genug Speed. Der hat einfach nicht genug Speed. Oh! Oh! Kev, bitte lass mich in Ruhe. Hallo? Ich helfe dir. Mieser Kacklappen, Alter. Was? Deswegen hab ich jetzt verkackt, Alter. Ey. Mieser Kacklappen. Mach mir nichts. Diese
Hey! Hey! Ah! 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 Ich hab mich verklemme hier. Ah! LOL! Ich wollte dein Auto hijacken. Ey, ich schaff diesen Sprung einfach nicht. Nee, nein, immer noch nicht. LOL. Nein. Digga, was ist denn hier los? Ey, ich muss jetzt aufhören, das Wort zu sagen. Was eine geile Map, Digga, Junge. Digga. Oh. Das ist echt wirklich ein schlimmes Wort, aber heute übertreiben wir es. Man muss einfach extrem geil rüber schlittern. Ja. Ey, bin ich fast, aber nur fast. Wie spawne ich denn? Guck das mal an. Ah. Schafft man es da nicht mehr hoch, oder wie? Nein, du musst komplett Turtle Slide hoch. Ja! Da war ich auch schon. Deswegen musst du ja den Megaspeed haben. Okay. Dann zerschieße ich kurz deine Reifen, ist das in Ordnung? Bitte! Komm! Komm! Ey, ganz ehrlich, wie soll man das schaffen? Oh, das wird haarig. Egal, ich hab chillige Musik. Easy. Hallo, Kev, du musst es durchschaffen. Ich hab da auch gespawnt. Junge! Das war gelogen. Ja, ich war ja auch schon im Gegensatz zu dir zweimal. Ganze zweimal! Nein! Nein! Dieser Sprung, er geht nicht. Alter! Alter, der Motor arbeitet! Digga, was ist denn die. Ganz ehrlich, für jedes Digga, was jetzt noch gesagt wird, muss man sich auf jeden Fall 20 Gramm Haare wegschneiden. Marvin, bist du hier? Ja. Drop lol. Aufpassen. Ey, man muss Deal. Halt irgendeine Deko sagt aber gar nichts mehr. Ich hab, glaube ich, Numpad 8 gedrückt, das ist es nicht. Probier es mal mit Numpad. Ey, please. Digga, nein! Okay, 20 Gramm, da hole ich gleich was. Machen wir ein Kilo draus. Digga, wir müssen dazu ein Video machen jetzt. 20 Gramm? Bei 20 Gramm doch nicht. Du weißt doch ganz genau, was für Haare klar. Ich da nehme. Du musst jetzt 20 Gramm Haare wegschneiden, dafür machen wir ein Video. Nein! Ey, Junge, es ist so klar. Machen wir in Kanada. Kann man das Digga, dann, ich dann geh morgen zu die Jungs von Ubisoft und Korni und so aussehen, wie behindert du bist. Gehst morgen zum Friseur und nimmst 20 Gramm Haare mit. Naja. Auch 20 Gramm und perfekt in einem Tüter verpackt bist. Die denken sich dann auch so, was ist denn hier los? Was haben sie zu versteuern? Und am besten mit schwarzen Haaren. Ey, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das möglich ist. Ah, oh, doch, ich das geht. Ich glaube nicht, dass das möglich ist. Ich war jetzt immer mit perfektem Speed. Guck mal, Deko macht das jetzt First Try. Weil ich noch nicht weiß, wo die Schwierigkeit ist. Einfach nur gerade durchspeeden. Nee, ich versuche jetzt bremsen. Ich versuche es jetzt. Lol, hä, ich hab's doch. Was wollt ihr? Digga, hat es First Try, sag ich doch. Willst du mich flachsen, Alter? Digga, ich bin gerade rückwärts an dir vorbeigefahren. Aber hast du dich gelehnt oder irgendwas? Nein. Please. Und so ein Lackkopf, Alter, Lackkopf. Als ich oben angekommen bin, da wo du warst, war ich rückwärts, bin einfach rückwärts weitergefahren, komplett restliche Ding und bin einfach rückwärts. Aha, also doch nicht hochgetürtelt. Aha. Hä? Oh. Also doch, Lackkopf geflippt. Also bist du doch nicht getürtelt? Nein, er ist rückwärts hochgefahren. Nein. Glaube ich bin getürtelt. Wenn du turtelst, dann hast du doch keine Reifen am. Hä, aber du bist doch noch aufgefahren, als ich vorbeigekommen bin. Ja, du hast sogar gesagt, du bist mit den Reifen hochgefahren. Bist du mit den Reifen? Nein, ich war stückweise als Turtle und dann habe ich mich überschlagen. Nein! Ach so, ja, dann hast du echt extrem Glück. Aber normalerweise... ich bin auch gerade, ich habe es genauso gemacht wie du. Hä, aber ihr fahrt doch da oben selber alle. Wir warten gar nicht, das war einmal, weil ich trollen wollte. Ich sagte nicht warten, sondern ihr fahrt da alle hoch. Nee, das war nur, weil ich einmal trollen wollte und gewartet hatte. Also, hast du nicht gesehen, wie ich... Rückwärts an dir vorbeigefahren? Alter, das ist echt so... Wie man so hier steil, das muss man irgendwie so schaffen. Heftiger Torwart. Wie gesagt, Abenteuermap 11 Minuten. Wahrscheinlich. Danke. Hey. Oh! So ein... Digga, ich hasse diese Stelle eh Alter, schon so du hast normal, dich gerade 1:1 angehört wie der Hauptprotagonist von Black Clover. Hey. Man muss es so machen wie Deko, so rückwärts hochmogeln, weil... Ich war gerade mit dem perfekten Speeden gegen ich keine Wand gekommen. Nein, ich hatte es gerade und dann habe ich verkackt. War ich jetzt richtig, oder? Es sieht nicht möglich drück aus. Drück mal nichts, das ist nämlich die Taktik. Ja, ja, aber man kommt einfach nicht hoch. Man muss irgendwie flippen und dann glücklich hochfahren. Ja. Weil ohne das geht es nicht. First try.
First Drive! Nein, ich hatte es auch was. Oh, komm. Oh. Also da hat King Deko echt mal wieder... Das war wieder eine Random Age. Digga, dafür habe ich einfach 10 Minuten bei dem scheiß Sprung da gebraucht, Alter. Ja, das war ja auch Skill. Ja, also, das war nix. Das war übelst easy, Alter. Aber wieso muss das eine Random Stelle sein? Nein! Ist nicht random, ist auch Skill. Marvin, geh weg, geh weg, geh weg! Ja. Guck mal. Nein, so geht das nicht. Du musst dich doch einmal drehen. Drück da nichts. Ich hab nichts gedrückt. Was? Bei mir dreht sich der dann einmal, wenn ich nichts drücke. Hä? Bin scheinbar bist du auch glücklich. Falsch? Warte mal, ich respawn nochmal. Komm, jetzt aber, jetzt aber. Eröffnet sich mir hier was anderes? Nein, oh! Wenn ich nichts drücke, dreht er sich einmal, nur das ist eben dann Glück, ob ich mich... Bei mir gar nichts. Dreht sich, hat sich kein einziges Mal gedreht, wenn ich nichts drücke. Digga, was? 60. Ja, so spawn ich auch richtig häufig. Machen wir ein Kilo draus. Ich verstehe eure Probleme nicht, Alter. Und jetzt, mehr Speed geht nicht. Mehr Speed geht nicht. Hier, aber Marvin, wir müssen dir jetzt echt 20 Gramm Haare abschneiden, ne? Nee, 60 schon. Ehrlich, das kann, was, wie Digga, ich hätte es gehabt, wenn Kev nicht da gewesen wäre. Marvin, du warst viel zu tief. Digga! So weit kannst du rückwärts nicht hochfahren, ja. Nein, Marvin macht das Ganze jetzt lächerlich, aber geht nicht. 20 Gramm Haare sind drinne. Ja, Marvin, du bist genau, wie gesagt, hol ich ja morgen auf. An dieser Stelle bist du genau aus dem Blinkmodus rausgekommen, hast mich perfekt geblockt, Alter. Ich hätte es gerade. Oh, Leute. Ich hätte es gerade easy gehabt. Ich helfe dir doch gerade. Was denn da? Was geht hier? Ey. What's happening now? Ey, was zum Fuck, Alter? Ey, das ist gerade. Ey, das ist echt so random. Das war so easy, Alter. Komm. Alter. Er will nur Windschatten abgreifen. Ja! Lol, hier schon das Ziel, Alter. Guck dir das an, er flippt sich einfach nicht. Don't you worry, child. In a plan for you. Don't you worry. Now. Und jetzt aber. Halten Sie diese Folter auf, was das für eine dreckige Scheiße. Oh. Ja, und randommäßig geflippt, das ist sowas von Luck, Alter. So ein Luck. Kein bisschen Luck. Ach du Heiliger. Please, Marvin, Schau dir das jetzt an. Schauen Sie sich das an. Nee, ich bin schon längst durch. Oh, fuck. Oh, was ist hier der Weg? Hallo? LOL! Was soll ich denn hier machen? Ey, ist das... Ach, das ist ein Warride. Alter, geil, man. Diego, kannst du dazu mal irgendwas sagen? Digga, ich bin First Trailer durch. Ja, der hat nur Glück. Musst einfach Junge. nur W drücken, das war's. Lol. Ja, langsam mal. Wie viel Glück kann man auf diesem Planeten haben, Alter? Das ist nicht mehr normal. Das ist nicht mehr normal. Bei einem normalen Sprung, Alter, der null Skill erfordert, da hängt das 10 Minuten. Und bei schwierigen Stellen, da sagt er nur W drücken. Please, okay, jetzt, nein! Ey, das, ich war so geil durch. Das war einfach nicht schwierig. Komm, Alter, komm mit. Puh, wir müssen das wie die Biene machen. Die weiß auch nicht, dass sie nicht fliegen kann. Das ist die Hummel, wenn überhaupt. Achso, meine ich ja. Die Hummel? Todespeed! Oh, das war zu schnell. Das war jetzt. Viel zu schnell. Oh, das war viel zu schnell. Bremsen. Nicht in die Unterhose. So. Der überdreht so heftig. Ja. Ah! Du musst das langsam machen. Ich bin drauf. LOL. Ich war drauf. Er hat die Rampe berührt an der Seite und er hat sich einfach weggeflippt vom Das war bei mir auch einmal. Da war ich auch richtig geil drauf. Wieso? Oh, Bremsen. Aber Bremsen. Eigentlich muss man gar nicht. Ich mach's jetzt einfach Fullspeed wie Deko. Dumm. Alter. Ist der Trumpf. Niemals. Scheinbar doch nicht. Deko sagt, er hat nur W gedrückt gehalten. Ist das richtig? Nein, ey, oh! Das ist korrekt. Das ist eine Lüge, Alter. Ich würde gerne mal so eine... Nope. Alter, wir müssen da unten dann rausgeschossen. Original. Niemals. Er kann niemals nur W gedrückt haben. Ach so! Hä? Du hast doch gerade schon gesagt, du hast das Rennen schon beendet. Ja. Also bei mir... Am Start. Am Ziel. So. Das hat nämlich gefehlt. So, jetzt. Ja, Marvin ist durch, oder was? Nein. Oh, schon wieder nicht! Wie soll das denn gehen?
Echt? Dass Nico da Fullspeed durchgefahren ist, what the fuck, Alter? Vor allem, ich bin hier an dem Warwick dran, aber sobald er unten an dieser Rampe ist... Ja, bei mir auch. Dann das, fliegt er weg. Das ist bei mir auch das Problem. Das ist das einzige Problem. Nicht da drauf zu kommen oder so, heftig. Deko hat es vor, aber das Ding ist, Deko muss da irgendwie glücklich wieder auf den Boden drauf gehen. Ganz ehrlich, Marvin, alias der Torpedo. Ja, mach mal. Ey, Deko muss da einfach draufgeknallt sein. Und dann ist er irgendwie reingeflippt. Oder verlassen wir uns hier eigentlich verarschen gerade? Ist das der richtige Weg? Ist das der richtige Weg? Ey, ich knall die ganze Zeit gegen die Rampe, ich komm da einfach nicht durch. Ja, same. So, komm schon, bitte, jetzt. Jetzt komm! Ja! Ah, ah, nein! Ah, komm, zum nächsten Spiel! Nein! Oh, das war so ein schönes Teil. Oh! Okay, hier. Oh, das ist nicht geil, komm. Okay, ich bin drauf. Du musst einfach... Hä, das geht doch gar nicht! Danach sitzt einfach Verkehrsschilder in den Warride! What the fuck, ey? Wie, diese Stoppschilder? Nein, diese Straßenlaternen! Ich hab's gerade endlich mal drauf geschafft, du musst nämlich schnell fahren, richtig schnell fahren, dann geht das. Ja, ist so schwer. Aber wogegen? Und das dann noch... Warte mal. Da ist dann noch eine? Nee, das geht. Also du drückst jetzt W durch, oder was? Also ich mach's jetzt nochmal, da unten ist aber eine Straßenlaterne, die hat mich rausgekickt. Aber ich dachte, du sagst mit Geschwindigkeit. Ja, aber ich muss eben erstmal horizontal dazu stehen. Ey, diese scheiß Laterne. Ja, genau hinter der Straßenlaterne bin ich wieder an den Wall dran gefahren. Jetzt geht sie kaputt, ne? Wo ich mich gar mit dem Rücken gegendrücke. Komm schon. Ja, ich bin schon wieder dran. Schon wieder die Straßenlaterne, ey! Please, zweimal, ne? Ich hab's jetzt zweimal du geschafft. Meinst die noch in der Tube ist, ne? Nein, die im Wallride ist. Cool. So, YOLO. Ja, so ein App habe ich auch gemacht. Bisschen früher noch, aber. Ja, sie, ey. Zweimal geschafft. Wie, was hast du jetzt gemacht? Ja, yeah, ich bin durch. Ich dachte, du, die Laterne hat dich rausgehauen. Ja, hat sie ja auch. Bin ich einfach nochmal aufgefahren, wie Deko es gemacht hat. Ich kann höchstens versuchen, die Laterne umzubocken, dann schaffst du es auch so. Aber die ist jetzt hier wieder respawned. Ich schaff's einfach nicht auf den Warride. Das ist ein größeres Problem für mich. Schau mal ganz kurz. Da ist sie schon wieder. Die spawnt die ganze Zeit neues Drecksteil hier. Das ist echt so, Alter. Bam! So schnell arbeitet niemand wie die respawn. Ey, und der, ja, da überdreht er, bitte. Genau da drauf. Also muss echt Fullspeed fahren, das war die Lösung bei mir. 6,5 Stunden später. Und fahren wir rein! Eieiei! Was für eine cranke Map, Mann! Diese. Oh! Habe ich schon leicht Cap noch erwischt. Ich wusste, dass da noch was kommt. Leute, diese Map war echt. Verrückt, wie war noch. Yeah! Der Ziegenmann ist heute nicht mit dir. Arsch rasiert, ganz ehrlich. Hau ran! Ja, wie Sprung er das macht. Hallo Jan, wenn es euch gefallen hat, Ziegenritual für euch nochmal von Kev. Daumen nach oben, bis zum nächsten Mal reingehauen.